Ungeheuer einen guten Gommelmorgens. Und herzlich willkommen zu der neuen Folge Kraft Attack mit dem lieben Liebe Skate72035897577. Minecraft-Freunde. Ich habe zu viel Zahlen im Namen, ne? Geht gar nicht. Geil. Revi schon zu Hause? Boah, ich habe Glück auf meiner Bubble. Ja, so also bin ich. Ja. Mhm. Debitor. Ja. Und wir haben heute Folgendes vor. Wir wollen den Tanze Rewels Laden mal in Schwung bringen und ich habe auch dafür schon ordentlich Kartoffeln gefarmt. Yay. Und ja, dementsprechend möchten wir gucken, dass wir der Tante Rewe Laden jetzt mal mit einer Redzone-Schaltung in Gang setzen können. Boah, ich habe gerade echt ein bisschen Schiss vor. Das ist ein dickes Ding. Gut, dass ich Ah, diese da geilen bist du ja Schuhe habe. schon. Ja, ich habe diese geilen Schuhe. Ich bin gerade einfach nur mit der Hälfte von meinem Leben unten gelandet. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Sehr Um geile Schuhe. Ich fange schon mal zum an. Markt. Ja, sag mir, wie ich buddeln soll. Ich helfe dir. Also hier vorne brauchen wir gar nicht so viel. Das Okay. wird schon reichen an Dinger. Wir brauchen vor allem noch mehr in die Breite und mehr nach hinten. Also ich hoffe mal nicht, dass der KFC einen geilen Keller bauen will, weil der hat da Nee, keinen nee. Platz mehr. Nee, nee, will der nicht. Betten gibt's Also da nicht. Dann Hühnchen irgendwie schön. im Keller züchten oder sowas ist Nee, da nee, das nicht. machen wir extern. Also das ist ja auch unser Laden. Wir breiten uns hier quasi mit unserem Imperium Ach ein bisschen so, das ist, aus. ach so, bin ich jetzt Teil eines Imperium oder sowas, Du bin bist ich hier. jetzt Teil des Rebels-Imperiums, tatsächlich, Okay. ja. Das hat aber noch kein. Bestmöglich. Das müssen wir den Namen aber anpassen, weil Rewils hat so wenig Skate. Vielleicht Reskate. Rewils 702. Rebels 702 Imperium. Ja, Mann. Das klingt doch schon leicht gay. Ich wollte gerade hochschlagen, aber. Wie nur guckt. Der wundert sich jetzt auch, was machen diese Idioten hier eigentlich gerade? Oh, das war meine Schaufel. Hab noch hier Schraube Decker. Macht er? Baut uns zu. Geh weg, du Schleimbolzen. Verschwinde, du Faggot. Scheiß Müssen wir schnell Peter. eine neue Schaufel bauen. Das hätte ich gerne mitgebracht. Mensch, Da wird Mensch, er. Mensch. Ja, ich dachte, meine Reihe. Ich dachte nicht, dass es so viel Erde ist. Das wird noch spannend. Ich verfolge jetzt den Peter. Der Das guckt sich müssen wir gar nicht halt nur um. mal überlegen. Wir haben natürlich hier hinten einen geheimen Eingang, den müssen wir dann später noch woanders hinsetzen. Aber da Ja, finden wir also sicherlich eine das wird Lösung. noch spannend. Vor allem Also müsst ihr Plan euch. ist, ja, jetzt sei ruhig, Ihr sag. müsst euch was überlegen, was ist, wenn eigentlich keine Dinger mehr da sein sollten. Also wenn da leer ist schon so. Was ihr Ja, dann macht. dann werfen die Leute da was Essen rein, Achso, okay, kriegen ihre Sachen rein das und ist wir so kriegen. gewollt. Okay. Ja, das ist quasi unser Prinzip. So wollen wir Geld verdienen. Ausverkauft, egal, wir nehmen trotzdem. Weiterhin Ware an. Weiterhin Geld. Mal hier alles wieder in diese Müllkiste, die ich hier Müllkiste gemacht habe. Bin leider noch ein bisschen krank, aber ich hoffe, wird es nicht weiterhin. So, von der Tiefe her dürfte das schon reichen. Vielleicht müssen wir noch eins tiefer oder so. Aber das werden wir dann sehen. Ich glaube, wir müssen noch eins. Warte, lass mich überlegen. Wenn hier die Kisten stehen, brauche ich hier einen Platz? Die Noch Kisten sollen ja einen, hier noch vorstehen einen. oder hier daneben irgendwie, ne? Wenn sie, es ist am einfachsten, wenn du sie in den Tresen reinbaust. Ja, die Kisten, wo man das reinlegt dann, ne? Ja, Die ja. Items, ja. Weil darunter sind ja Hopper und alles und Okay, das sieht ein stimmt, bisschen ja. komisch aus, wenn es dann vorne. Quasi da eine, ne? Und da eine. Ja. Und dann müssen wir uns überlegen, wo der Kram wieder zurückgehen soll. Der soll hinten irgendwie in der Kiste am besten gesammelt werden. In der Ender-Chest Ja. kann man das nicht reinlaufen lassen, wahrscheinlich, ne? Boah, das weiß ich nicht. Geht das? Ich weiß es nicht. Du bist hier der Profi. Ich hab dich engagiert, Digga. Ja, aber ich habe noch nie was Ne? mit der Energies gemacht. Jetzt müssen wir uns aber Was ist überlegen, denn? wenn du hier. Du brauchst ja zwei verschiedene Kisten. Eine für ein Eisen quasi und eine für zwei Eisen. Und dann brauchst du noch eine Kiste, wo der ganze Scheiß wieder rauskommt. Jetzt ist das Problem. Haben wir zu wenig Platz für. Also außer du kriegst es mit dem Bug hin, dass zwei Single-Chests nebeneinander stehen. Ja. Bin ganz Ohr. Ja, schaffst du das? Also ich weiß, dass es einen Bug gibt, mit dem man, aber ich weiß nicht, wie er funktioniert. Ich auch nicht. Weil unser Problem ist ja, ist da drin irgendwo ein Crafting-Table? Hast du drei Chests schon da? Dann mache ich nämlich schnell welche. Bin nur kurz davor Eins, zu husten. zwei, Okay, ich muss drei. husten. Oh, Husten in Let's Plays. Leider ein bisschen, ja, es ist ziemlich unprofessionell. Also müssen wir uns überlegen, wo machen wir die Chests hin? Weiß es nicht. Weil da wäre nur Platz für zwei, wir brauchen aber drei nebeneinander. Warum denn drei?
Weil ich nicht unterscheiden will zwischen einem Eisen und zwei Eisen. Weil sonst der komplette Marktplatz keine Schaltung mehr haben kann. Weil es dann ein bisschen groß wird. Das hatte ich ja gesagt, dass ich zwei verschiedene Chests brauche. Dass man in einen die ein Eisen und in den anderen die zwei Eisen reinmacht. Ja, aber das reichen doch nur zwei Kisten. Ja, und, ja klar. Und wo soll, dann, wo soll der Scheiß dann rauskommen? In der separaten Kiste hier irgendwie eine Ecke oder sowas? Ja, das geht schon, klar. Ja gut, dann machen wir das so. Machen wir hier einfach irgendwie Itemausgabe, dass dann hier so ein Schild ist mit Itemausgabe. Hm, das ist kein Problem. Dann kommen die dann da raus. Hm. Ich schätze mal, dass man schon ein bisschen Platz braucht. Also ich denke, mehr weniger als so kann ich nicht geben. Ah! Buddel ich hier nochmal ein bisschen. Lalala. Jupchia. Ja, das könnte schon funktionieren. Hier ist ja geil. Ja, okay, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Das war... Was? Ich habe einfach nur den Marktplatz mit dir kaputt gemacht. Das schreibe ich jetzt erreicht. In die Gruppe. Revi macht den Marktplatz kaputt. Reefer. Wir müssen noch eins tiefer graben, glaube ich. Oh, Kohle. Erstmal die Gruppe posten. So. Wir griefen, lol. Das heißt ich lieber dich. Hast du das Glück? Hallo? Hallo? Oh nein, hier ist ohne Shader richtig dunkel. Ohne Shader, Freunde, mit Shader. Hallo? Hallo. Hallo? So. Ja, wie gesagt, also wir wollten mal so ein bisschen gucken, dass wir hier auch mal Redstone-technisch was reinbekommen für die Fanatiker unter euch. Also ich hab's nicht so ganz im Kopf, wie das ganze Ding funktioniert. Oh ja. Das erst wieder herleiten. Wenn nicht, wir können ja cutten und alles. Das dürfen wir alles in Craft Attack, ne? Ja, aber ich werde öfters mal hin und her switchen jetzt. Ja, das passt. Jo, und Fackel weg. Haha. So, also vom Platz her könnte das schon ein bisschen. Ja. Nutze das richtige Werkzeug. Ich würde sagen, ich baller jetzt hier einfach mal kurz einen Zeitraffer rein. Ab jetzt, warte mal, ab. Moment, ich erkläre ganz kurz, warum ich das mache. Denn wir machen jetzt den Bauprozess ein bisschen in Zeitraffer, dann wird die Folge auch nicht so lang und ihr könnt ein bisschen was. Also ab jetzt gibt es einen kleinen Zeitraffer.
Leute, so, juhu. Endlich, wir haben es geschafft. Nach ungefähr 2 Stunden Arbeit steht das Ding. Skate hat einfach alles, was er an Redstone-Kenntnissen hat, da reingeballert. Und wir können euch jetzt mal ganz so zeigen, wie das funktioniert. Schauen wir hier. Rechts sind ja die Kartoffeln, links sind die Kürbiskuchen. War das so andersrum, ja. Ne? Nee, ist richtig so. Nee, ist richtig. Hier packen wir oder andersrum. keine Ahnung, irgendwie halt. Moment. Da musst du eins reinpacken beim rechten. Ja, warte, genau. warte. Das war hier. Das ist. Aufgeschrieben. Das ist Moment. Kürbiskuchen rechts. Kürbiskuchen? Ja. Ich komme jetzt hier raus. Ja. Rechts ist Kürbiskuchen. Mhm. Falsch rum. Muss dann halt noch fixen. Okay, pass auf. Also, hier packen wir jetzt mal 2 Eisen rein. 1, 2. Nee, gar nicht. Wir müssen eigentlich nur ein Eisen reintun. Moment. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Ein Kürbiskuchen raus, 2 Kürbiskuchen. Wie ihr seht, funktioniert das Ganze. Der Preis war ja 1 Kürbiskuchen, 1 Eisen. Genau. Und das funktioniert. Und jetzt hier die Kartoffeln. Packen wir mal 2 da rein und schauen wir mal, wie viele Kartoffeln da rauskommen. Das können wir jetzt hier in der Ausgabekiste gucken, weil das war nämlich das Schwierige. 1. Ich gehe mal ganz schnell runter, dann sieht man nämlich, was da an Magie für hinten dran komm ist. Komm schon. Ja, 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 bitte, ja. Super geil. Ohne Witz. Das klappt einfach einmalig. Super gut. Können Sie mal schnell hier runterkommen, was da ist. Kann euch jetzt nochmal, genau, ich zeige euch jetzt mal hier den. Die ganze Arbeit, die dahinter steckt. Das ist sehr, sehr komplex, krass hier. Und ich würde einfach mal sagen, für die Leute, die das interessiert, jetzt kann man hier auch sehen, 2 Eisen hier, 2 Eisen da. Jetzt können wir genau auswerten, Rotpilz und ich, welches Produkt mehr einbringt. Wie ihr die richtigen Kaufleute. Mhm. Und ja, hier befüllen wir dann später die Kartoffeln rein. Und eventuell bauen wir das später noch so, dass man das mit Truhen befeuern kann. Also da reichen 2 Truhen und 2 Trichter. Das geht automatisch, da brauche ich überhaupt nichts für. Gut, okay, dann werden wir das wahrscheinlich noch machen. Und ja, schaut auf jeden Fall mal bei Skate vorbei. Der hat nämlich davor noch später ein Tutorial von diesem ganzen Prinzip. Da muss ich auf jeden Fall was zu machen. Denn es ist einfach so krass umständlich gewesen. Das hätten wir auch niemals ohne Zeitraffer hinbekommen. Das ist auch das erste Mal für mich, dass ich sowas gebaut habe, by the way. Also ich habe davor noch nie was mit Kistensortierung oder so gemacht. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr geil geworden. Also wir können jetzt quasi den Tante Gretchen Shop offiziell Tante Revis Allmann Shop. Und solltet ihr jemals das, was ihr jetzt rausgegeben haben, wieder reinbekommen, dann hat sich das ja auch gelohnt. Fischer Kürbiskuchen. Und ich hoffe einfach mal, dass ich da noch was Cooles dafür bekomme. Einen krassen Lohn. Wir hatten ja, was natürlich. Hatten wir? 110 Diamanten pro Stunde. Ich meine schon, ja, genau. Irgendwie sowas war das doch, ne? Ein Kürbis. Und ich glaube mal, dass die Leute einfach nur ganz viel Eisen hier reinwerfen wollen, möchten. Um zu gucken, ob es kaputt geht. Genau. Ja, irgendwann ist halt leer, ne? Dann gibt es halt nichts mehr. Dann ist Ende, aber Leute, aber unser Geld kriegen wir trotzdem. Leckere Backkartoffeln, Moment. Leckere Backkartoffeln. 10 Stück. 2 Eisen. Ich werde das Ganze dann später noch beschriften und den Shop wieder so herrichten, wie er vorher war. Ist ja einsatzweise so. Müssen hier vorne noch ein bisschen was zubauen und ja, das war es auf jeden Fall von dieser unglaublich krassen Folge Craft Attack. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Schaut definitiv bei Skate vorbei. Es lohnt sich und ich danke dir hier auch nochmal. Ja, kein Problem. Ich lerne ja irgendwie. Und sobald ich die letzte Ladung Diamanten gefarmt habe, geht die ja natürlich an dich, Schätzelein. Weiß Bescheid. Gut, meine Freunde. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.